Herzlich willkommen zum Daily Item Shop vom 26.05.2019. Sehr gut. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, und heute gucken wir direkt mal in den Item Shop rein. Schauen wir mal in den Item Shop rein von heute. Und zwar haben wir heute einen neuen Skin und ein komplett neues Set. Mopser und den Kauknochen. Und den Wuff. Und den Wuff. Okay, wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite an mit dem Globetrotter. Ja. So, der Globetrotter. 3,33 von 5 bei 9 Votes am 22. April 2019 das erste Mal drin. Und wir sind den zweimal nur. Zwei Reminders für 500 V-Bucks der Globetrotter. So, ja. Dann gehen wir direkt zum nächsten Item. Also, dann schauen wir uns den sauberen Groove an. Für 500 V-Bucks. Ich finde den richtig cool, den sauberen Ruf. Ich glaube, da haben wir auch, glaube ich, ein Video dazu, oder? Ja. Wenn ich das Video finde, ist hier oben verlinkt in der rechten oberen Ecke. Es müsste Clean Groove sein. Von mir kriegt der saubere Groove auf jeden Fall 9 von 10. Von mir 7 von 10. So. Hier, 3,76 von 5 bei 17 Votes am 29. Dezember 2018. Also, weiß ich nicht, ob wir da schon welche gemacht haben. Ja, aber. 29. Dezember 2018. Das kommt einfach so kurz vor, ne? Ja, das ist. Das ist so lang. Also, so lang also vor, auf ne? einmal so kurz und dann einmal so lang. Ja. So. Und viermal seitdem im Shop, 47 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 8. April 2019. Ja. So, dann haben wir den Schalenschläger, diese Bananenstaude hier mit der Banane oben drauf. Was gibst du denn dem? Oh. 5 von 10. Ich gebe der 7 von 10. Ich finde die irgendwie witzig für 800 V-Bucks. Und Pili Pick hat hier 4,42 von 5 bei 12 Votes am 11. April 2019 sind es mal drin gewesen. Ach, übrigens. Seitdem dreimal 11 Reminders. Ach, übrigens, Leute. Wir haben gerade. Also die Rohdatei ist gerade bei 10 Minuten. Ich glaube, beim Video seid ihr gerade bei 2-3 Minuten. Und ihr könnt noch ein Outtakes-Video erwarten. Ja. So, am 26. Mai 2000. Am 8. Mai 2019 das letzte Mal drin gewesen. So. Ja. Dann geht's weiter zur Sturmtrooperin. Oh. Also hätten sie da jetzt einen richtigen Klonkrieger hingestellt, wäre es cool gewesen. 4 von 10 für 800 V-Bucks. 2 von 10. Das gibt wieder richtig, richtig auf die Fresse. Warum? Ja, weil es so beliebt ist. 3,72 von 5 bei 79 Votes am 31. Oktober 2017. Das erste Mal drin gewesen. 22 Mal seitdem 170 Reminders. Ich bin der Tiger gerade auch. Ich bin beides. Super. So, am 7. Mai 2019 das letzte Mal. Drin gewesen. Der Tiger. So, dann haben wir den Fußwahnsinn. Oh mein Gott. So hüpft der Herr sofort hier rum, wenn er ein Match gewinnt oder eine 20-Bomb hinhaut. Eine 20-Bomb eher. Wenn ich Match gewinne, ist es. So, für 500 V-Bucks der Fußwahnsinn. Ich finde das Ding schrecklich. Mit von mir nur 6 von 10. Das ist ja wie. 9 von 10. Herr sofort auf Drogen, ey. So. Crazy Feet. 3,82 von 5 bei 11 Votes. Am 22. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 46 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. März 2019. Dann haben wir den Waffenexperte. Also ich frag mich ganz ehrlich, warum Sturmtrooperin und Waffenexperte zusammen in einem Shop? Naja, für 1200 V-Bucks Waffenexperte finde ich auch nicht so toll. Kriegt auch von mir 4 von 10. 2 von 10. Ist der Munitions-Expert. Und ich weiß, es sind halt sehr beliebte Skins, aber ich mag es nicht. 3,84 von 5 bei 61 Votes. Beliebt? Weil es halt so halbe No-Skins sind. Außerdem bin ich jetzt schon wieder der Tiger. Halbe No-Skins sind und dann halt so klassische Schwitzer-Dinge. So. Ja, 35 Mal seitdem im Shop. 58 Reminders. Und das letzte Mal im Shop am 14. Mai 2019. Noch gar nicht so lange her. So, dann haben wir hier diesen. 14. Mai? 12. Mai. 12. Mai, okay.
So, Pest. Das ist geil. Finde ich, sieht auch richtig cool aus, das Teil. Also den, das ist so eine, wenn ich jetzt die Vivox dazu hätte, würde ich mir den in der Weiblichkeit so kaufen. Das ist Plaque, müsste das sein auf Englisch. Ja, Plaque. Kriegt von mir ein 8 von 10. 10 von 10, ist mega. Und hat hier 3,87 von 5 bei 47 Votes am 12. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 143 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. April 2019. Ja. Monate. Die Pest für 1500 V-Bucks. Dann haben wir der ist Geißel mega oder Scorch. Geil. Echt, ich finde die irgendwie. Ich finde den anderen besser, seltsamerweise. Ich gebe dem. Hinten ist schon cool, ja. Ich gebe dem 10 von 10. Ja. 10 von 10. Von mir 7 von 10 für Scorch. Wie gesagt, ich finde. Krass, ja, die Bewertung gibt dir recht. 4,46 von 5 bei 46 Votes am 12. Oktober 2018. Das war drin gewesen, 7 Mal seitdem 161 Reminders und das letzte Mal im Shop am 2. April 2019. Für 15 V-Bucks Geißel oder Scourge. Dann haben wir den Heroldstab für 800 V-Bucks. Der reaktiv ist der übrigens. Was passiert denn da überhaupt? Keine Ahnung, ne? Da wird dann wahrscheinlich hier diese Sanduhr ablaufen. Die Sanduhr. So, Heroldstab. Ja. Kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. Harold's Wand. Ach so. Okay. 3,2 von 5 bei 15 Votes. Zum ersten Mal am 12. Oktober 2018 drin gewesen. Seitdem 7 Mal und 14 Reminders. Und das letzte Mal war er drin gewesen am 2. April 2019. So, dann haben wir noch diesen Lampenlicht. Den finde ich, obwohl es ein Standardgleiter ist, finde ich den gar nicht mal so schlecht hier. Auch mit diesen Laternen da dran. Ich finde, der sieht irgendwie cooler aus. Ja. Also das muss ich echt sagen, auch wenn es ein Standardgleiter ist und ich mag eigentlich Standardgleiter, aber den finde ich eigentlich ganz cool, kriegt von mir 6 von 10. Also das ist für einen Standardgleiter von mir eine gute Bewertung. 4 von 10. Lamplight hat 3,15 von 5 bei 13 Votes am 12. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 7 mal 10 Reminders, letztes Mal im Shop am 2. April 2019. Ja, dann sind wir hier schon durch und dann geht's jetzt hier los mit diesem Kauknochen. Ja. Ja, der Kauknochen für 500 V-Bucks. Ich finde den cool. Du findest den Kauknochen? Ja, aber ich mag Hunde und Knochen. Ja, ist eigentlich. Ja, soll er sich am Gold die Zähne ausbeißen? Nein. Ich gebe dem trotzdem, also es ist jetzt ein ziemlich Standard-Picke quasi. Ich gebe dem 4 von 10. 5 von 10. Das ist aber nicht ganz cool. 4 von 10. Ja, eigentlich schon, 10. Ja, doch, schon eigentlich, weil es ist halt eine Picke, es ist eigentlich nur ein Stab, aber für einen Stab ist 5 von 10 schon viel. Also von mir kriegt der Kauknochen 5 von 10. Ich habe keine Ahnung, was ich da was dem Ding geben soll. Das ist, Chewtoy. Ach du Schande, ach du Schande. Also 1 von 5 bei 3 Votes. Zum ersten Mal, ja, heute. Ja, krass. So, Wuff. Dann haben wir Wuff. Und das sieht irgendwie kacke aus. Modell wechseln, schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, halt gelb, ne? Ja. Okay. Die finde ich gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt auch, ja. Die ist kacke. Die sieht geil aus eigentlich. Ja, die schwarz. Sieht, oh, Sliper sieht eigentlich immer nice aus bei jeder Lackierung. Die sieht. Der sieht. Der Bogen sieht nice sieht aus. Eigentlich ganz gut aus, ja, aber. Aber ja, ich finde 7 von 10. Das ist ein 7 von 10 für 300 V-Bucks. Ja, 300 V-Bucks ist jetzt nicht so viel. Kriegt von mir 6 von 10. So, Wuff. Und das ist Ruff hier. Hat noch gar kein Voting. Wir können es nochmal aktualisieren. Aber schon ein Users, zwei Users. Mit Reminders. Ja, dann sind wir hier mit diesem Set durch. Und jetzt kommen wir zu dem Mopser. Der ist ja schon irgendwie ein paar Mal präsentiert worden. Er ist worden. Cool, sagen wir mal so. Er ist cool. Er ist cool. Es ist wie so ein, keine Ahnung. Ja, ja ich cool. bin irgendwie hin und her gerissen, ich weiß halt, also. Ich gebe dem schon, würde ich behaupten, irgendwas um die 7 von 10. 7 von 10. Das ist halt so der klassische Disco-Pumper, ne? Hier oben breites Kreuz und da unten Beine wie Stecken, ja. Also das sind so die, ja. Nur Oberkörpertraining, unten ist nichts los. Oh, schwer zu sagen. Ich gebe dem 6 von 10. Okay.
Das ist der Doggo. Oh mein Gott. Und Doggo hat 2,73 von 5 bei 11 Votes. Ja. Wie viel? Ja. 8 Reminders. Für 15 V-Bucks der Mopser oder Doggo. Ah, was mir hier noch auffällt bei dem Ding ist, also wenn man sich das hier hinten anschaut, ne? Epic Games Odin? Ich denke, das Ding heißt Doggo oder Mopser. Also wenn, ich meine, dass ihr die deutsche Version nicht nehmt, ist mir klar, aber wenn wenigstens dann Doggo und nicht Odin. What? Warum? Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, aber nicht den Kanal und scheiß 601, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns, dem Herrn sofort und mit mir, dem Herrn gleich. Auf einmal, macht's gut, bis dann, tschüss.